Freunde, ich begrüße euch hier ganz herzlich auf der Anlage des FC Türkgücü Helmstedt zum vielleicht größten Tag der Vereinsgeschichte. Das müssen wir abwarten, je nachdem, wie das Spiel ausgeht. Wir haben heute den letzten Spieltag der Bezirksliga 2 gegen den TSV Sonnenhof Sonnenberg. Und die Mannschaft muss gewinnen, unsere Mannschaft. Dann sind sie aufgestiegen in die Landesliga und ich sage mal, das ist nicht der einzige Erfolg in diesem Jahr, sondern wir haben eine zweite Mannschaft, die hat den Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Nach dem Aufstieg in die Kreisklasse hintereinander. Und wir haben eine Altherrenmannschaft, die spielt nächstes Jahr nicht mehr Kreisklasse, sondern Kreisliga. Oh, ja. So ein Erfolg ist bisher noch nicht da gewesen. Und den Vater des Erfolgs, ich will aber vorher, bevor ich das übergebe, natürlich alle begrüßen, vor allen Dingen die Nachbarn, wenn einige hoffentlich da sind. Und Sponsoren, die wir eingeladen haben, wenn sie sich hierher gefunden haben, ganz herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr das auch in Zukunft mindestens im gleichen Maße beibehaltet. Wir können es gut gebrauchen. Der Vater des Erfolgs steht hier neben mir. Ich brauche ihn nicht vorzustellen. Ahmet İnan, ohne ihn wäre das hier heute nicht möglich gewesen. Er hat unheimlich viel Kraft, viel Zeit, viel Gehirnschmalz in manchmal auch unbequeme Mitstreiter gesteckt. Und dem möchte ich hier ganz ausdrücklich im Namen der übrigen, die im Verein die ein oder andere Sache mithelfen zu organisieren, danken. Von ganzem Herzen. Das, glaube ich, muss man machen. Jetzt fehlt nur noch der Sieg unserer Mannschaft, dann ist der Erfolg für heute perfekt. Ahmet. Ja, der Applaus geht an Ralf Burgdorf. Ja, ich sage auch mal herzlich willkommen an alle und will noch mal eins klarstellen, der Erfolg, das ist nicht Ahmet İnan, sondern das ist der FC Türkgücü und natürlich auch mit dem ganzen Drumherum, unter anderem auch der ganze Vorstand, der hier die ganzen Sachen begleitet hat seit fast 8,5 Jahren. Wir sind seit 2015 Januar dabei, beziehungsweise 2014 Dezember und Ralf ist auch irgendwann dazu gestoßen als ja, Vorstandsmitglied und ja, es hat seinen Pfad genommen. Wir sind dreimal aufgestiegen und dann kam einmal der Abstieg und dann kam wieder der Aufstieg und dann kam Corona und wir hatten hier mal ein Ziel, dass wir in Helmstedt wieder so ein bisschen was bewegen wollen. Ich glaube, das haben wir auch gemacht und wie gesagt, ich habe es nicht alleine gemacht, natürlich mit eurer Hilfe, aber auch wirklich auch die Zuschauer und alles drum und dran. Das war schon wirklich in den letzten 8,5 Jahren eine mega Sache. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die große Danksagung kommt nochmal von mir, aber heute sage ich einfach mal der gesamte Vorstand. Und ja, heute ist es nur noch ein Schritt. Wir müssen noch einmal gewinnen. Ich hoffe, das schaffen wir heute. Die Jungs, die geben ihr Bestes und dann sind wir durch. Das ist in unserem kleinen Verein. Ja, der größte Erfolg, glaube ich, einmal Landesliga. Ist auch schön, dass wir mal wieder Landesliga-Fußball spielen und anbieten können und dürfen in Helmstedt. Und zu meiner Wenigkeit, ich bin zwar der erste Vorsitzende, ich sag mal, gewesen. Ich denke mal, heute wird es erstmal für mich als Dank nochmal der letzte Tag. Aber nicht als Fan. Der Ralf Burgdorf, der wird mein Nachfolger im Vorstand. Ich bin aber auch im Verein, letztendlich zwar nicht direkt, aber indirekt bin ich trotzdem dabei. Ich unterstütze die Jungs trotzdem. Ralf, auch dir nochmal herzlichen Glückwunsch, auch nochmal danke, dass du mich auch so lange ertragen hast. Ne? Ja, okay. Ich würde sagen, viel Spaß und auch nochmal an TSV Sonnenberg, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns und wünschen euch ein gutes Spiel. Oh,
Sollen wir das in die Halbzeit machen? Alle, komm her. Jungs, kommt alle her! So, wie gesagt, hier wird noch Ehre vorgenommen. Jerry, er macht heute sein letztes Spiel. Sein letztes Spiel vom Kapitän. Geht euch, Jungs. Wie gesagt, wir werden hier einen sehr, sehr guten Spieler verlieren. Er würde gerne weitermachen, aber sein Körper sagt, er kann nicht. Der älteste Mann auf dem Platz. Alle. Wir bedanken uns. Namen ist alle. Mit dem nächsten Applaus. Mit dem Marcel. Bei Arne. Jetzt komm, neu zu Spannung, komm! Arne! 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 Und Michael Atmaja, auch hierher! Hey, wir wollen spielen, Mann! Ey, easy, der will dich nicht! Du stopp, ey! Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle bizim misafir olarak geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugünkü'nün atmosferi çok neşeli ve huzurluyuz şu anda. Üst klaslara devam etmeye çıkıyor. İkinci, üçüncü takımımız nasip olursa. Ben bir dönem 10 senelik bir mazim oldu bu kulüpte. Başarılı ve başarısız sezonlar geçirdik ama sonuçta ayakta durmayı başardık. O nedenle arkadaşlarımız Ahmet Başkan'la beraber uzun bir serüverde yol aldılar. İyi başarılar elde ettiler. İnşallah bu başarıların devamını centilmence, başarılı, sağlıklı, sakatsız bir şekilde geçirmelerini dilerim. Tebrik ederim hepsini öncelikle ve yanında çalışan bütün emeğe geçen arkadaşlar, çantacısından, masajcısından olsun, bütün çalışanlara çok teşekkür ederim. Özellikle geçmişimizde uzun bir süre olduğu için tabii hedefleri, başarıları kısa günlerde sığlı ama inşallah büyük günlerde anılır hepsi. Herkese çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için de teşekkürler, saygılar. Ja, hallo, ich bin Martin, ich bin der Jugendkoordinator hier vom FC Türkgücü Helmstedt. Ich und auch die ganze Jugendabteilung wünscht der ersten Herren natürlich den Aufstieg und ich bin auch sicher, dass wir das jetzt in der zweiten Halbzeit klar machen und natürlich auch viel Glück dann in der neuen Saison. Ja, so viel von meiner Seite. Toi, 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 dass das heute klappt hier. Ja, wir sind jetzt hier in der Halbzeitpause bei dem super entscheidenden Spiel. Noch steht es 0-0 und mein Herz sagt mir, dass wir direkt nach der Pause in Führung gehen werden. Und das wünsche ich mir auch und ich wünsche natürlich dem FC Türkgücü den Aufstieg und viel Erfolg in der Landesliga. Ja, hallo liebe Fans vom FC Türkgücü. Ich drücke die Daumen. Ich glaube auch, dass jetzt gleich nach der Pause wird es rund gehen. Und das wird auf jeden Fall heute ein Sieg werden. Und dann werden wir uns nächstes Jahr in einer Klasse höher befinden. Und ich komme dann auch immer wieder mal vorbei, gucke mir das an. Jetzt nehme ich erstmal hier den Ahmed nochmal mit zur Seite. Wir haben schon so viel in der Vergangenheit gemeinsam gekämpft. Also, das klappt. Und ich drücke euch nochmal den Daumen. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ja, selbstverständlich drücke ich auch ganz herzlich die Daumen. Ich glaube nicht, dass es sofort zu einem Tor kommt. Es wird eine enge Kiste. Herzschlagfinale und dann ruft die Landesliga. Viel Glück. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding.
Herzlichen Glückwunsch, Tokutschi. Für mich freut es mich tierisch, als Landtagsabgeordneter jetzt zu gratulieren, wo es in die Landesliga geht. Ich meine, ein paar Minuten sind noch, aber es gibt einen moderaten Vorsprung von etlichen Toren. Ich freue mich für Tokutschi. Hier ist richtig was geschaffen worden. Viele haben es belächelt, viele haben nie an den Erfolg geglaubt. Und ihr lacht einfach drüber, ihr zeigt, wie es richtig geht, gemeinsam mit einem großartigen Team, vom Vorstand bis hinab, einfach in die Mitgliedschaft. Ich drücke euch die Daumen. Weiter so. Keine lange Rede, Türkgücü, über Jahrzehnte alles gegeben. Man hat geblutet, investiert, dabei gewesen. Und heute ist der Tag. Wir werden Rekorde brechen, daran glaube ich. Ihr, alle, die hier sind, sind die Besten. Haben alles dafür getan, dass das hier wahr wird. Ich möchte mich bedanken bei allen Beteiligten. Ganz oben ist Ahmed Inan, muss ich sagen. Alles gemacht. Ob es finanziell ist, gesundheitlich, Zeit ist, Familie opfern ist. Und sowas braucht man. Und solche Verrückte hier. Ich danke euch. Es wird ein geiler Tag heute. Dankeschön. Ciao. Oh, God.
Jawohl! Einer los, du Böhne! Einer los, Wittiger! Alles Gute in der Landesliga. Seht zu, dass ihr die Klasse haltet und die Bezirksliga 2 würdig vertretet. Captain, bitte mal kurz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und nicht mehr den üblichen Teller. Wir haben jetzt mal so einen Glaspokal. Herzlichen Glückwunsch nochmal und alles Gute. Dankeschön. Beteiligten, Betreuer, Trainer, alle, an die Fans, vielen Dank, dass ihr die ganze Zeit mit dabei wart. Jedes Spiel ein. Kapitän! Ja, völlig egal, ihr wart immer da, in guten wie in schlechten Zeiten. Heute schreiben wir Geschichte mit diesem Verein. Einmal Glückwunsch an Marci, der Torhüter König geworden ist. Ich sehe ihn gerade nicht, weil die alle gleich aussehen. Einmal Applaus für Marci mit seinen 800 Toren, die er geschossen hat. Und ja, Jungs, ich hoffe, wir haben heute einen schönen Tag und jetzt. Sprich im Male bitte nach, okay? Feierabend. Aber wer ist nicht der Animateur? Gib mir Eier! Ja!
So. Ich bitte noch einmal. Okay. Vielen Dank. Sorry. Vielen Dank an Salzgitter Bartelt. Vielen Dank, dass ihr da wart. So, ich bitte noch einmal um eine kurze Aufmerksamkeit. Warte, noch mal ein paar Minütchen bitte, noch mal alle da bleiben. Warte. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Eigentlich haben die Jungs schon alles gesagt. Trainer gespannt und die Spieler. Und wir haben heute noch zwei, eigentlich viele tolle Gäste, aber zwei hätten gerne noch was dazu gesagt. Einmal natürlich unser Bürgermeister, der schon so viele Glückwünsche austeilen möchte, wollte oder hat. Insbesondere an die Damen von TSV Barmke, die durch den Finalsieg in Basinghausen haben sie den DFB-Pokal bzw. den Einzug gewonnen. Das heißt, die TSV Barmke, die erste Frauen, die in der Regionalliga spielt, die haben den DFB-Pokal in Einzug verdient und sind auch dabei. Erstmal ein Applaus an TSV Barmke, bitte. Und ich wollte auch nochmal vielen Dank, ganz nochmal ein riesen Dankeschön an unsere, ja, auf jeden Fall die fleißigen Hände. Wir haben nochmal innerhalb von einer Woche so eine Gruppe erstellt, eine WhatsApp-Gruppe mit ca. 10, 15 Leuten aus Braunschweig, aus Salzgitter, aus Gifhorn, aus Peine, aus Helmstedt. Das, was wir heute hier so organisiert haben, oder die, ich sag mal nicht ich, auch nicht wir, sondern ich bin fast gar nicht dabei gewesen. Das haben die Jungs alles gemacht. Auch an die Jungs mal vielen Dankeschön an die freiwilligen Hände. Und auch nochmal ein riesen Dankeschön an unseren tollen Vorstand, die mich hier ca. 8,5 Jahre begleitet haben. Das war heute erstmal auf Papier mein letztes Spiel als Vorsitzender. Ich gebe den Vorsitz ab. Und so an gar keinen anderen, auch keinen Fan, der das genauso gut weitermachen kann. Schön, dass es nicht geht. Ein Applaus nochmal für Ralf. Ja, auch nochmal an euch, an alle Sponsoren, die uns wirklich über die ganzen Jahre, die hängen nicht alle hier drauf, also einige wollten hier gar nicht ihre Werbung haben, die waren einfach da. Einer von denen ist auch der, der uns hier ganz nass macht, der macht uns die ganze Zeit nass, das ist ja Unfallrestaurant. Ja, danke schön, das kriegst du nachher zurück. So, ich möchte gerne... Okay, nehmen wir mal unseren Bürgermeister. Witti Schobert, den ehemaligen Schiedsrichter, der mich auch schon ein paar Mal gepfiffen hat. Och, aber nicht verpfiffen. Nee, aber auch nicht runtergeschmissen. Die gelbe Karte kann ich schon mal. Okay, einmal Witti Schobert bitte, ja? Ja. Liebe Mannschaft, liebe Fans, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Aufstieg. Und ich wünsche euch nicht nur, dass ihr die super gelaufene Saison heute kräftig feiert, sondern auch, dass ihr die Fahnen unserer Stadt Helmstedt jetzt auch auf Landesebene hochhaltet. Herzlichen Glückwunsch für diesen überzeugenden, hervorragenden Aufstieg. Lieber Arbeit, da passt ja genau das Motto, was über dem Vereinsheim ist. Unsere Stadt, unser Verein, unser Stolz. Und stolz sind wir heute auf euch, die 24.681 Einwohner unserer Stadt, weil ihr habt Hervorragendes geleistet. Und wenn wir jetzt nochmal diesen kleinen Schlenker machen zum Frauenfußball, dann haben wir endlich mal wieder in diesem Jahr eine Fußballstadt Helmstedt. Und ich hoffe, das wird auch in Zukunft so bleiben. Jawohl! Ich bedanke mich für alle, die hier ehrenamtlich mitwirken. Und stellvertretend, lieber Arne, möchte ich dir danken, denn du hast dir ein Ziel gesetzt, als es noch gar nicht so aussah, als würde der FC Türkgücü jemals im Bezirk und jetzt weiter hinausspielen. Du hast eine Vision gehabt, du hast um dich herum Menschen geschart, die gleiche Vision hatten. Und das, was jetzt erreicht worden ist in 8,5 Jahren,
Das ist wirklich ein Fußballmärchen. Und dafür möchte ich dir herzlich danken und wirklich sagen, du bist super. Dankeschön. Und euer Name. Ja, jetzt hast du auch noch was abgekriegt. Das war bestimmt, Maurice Spie und Daniel Flüger. Daniel, das merken wir uns. Ne? Das war dann wachsen die Haare wieder. Also von daher. Ja, auch nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ne? Vielen, vielen Dank mit dich. So, wir haben noch einen tollen Gast, der uns auch über die ganzen Jahre seit seinem Amt auch begleitet hat. Auch vor seinem Amt war er auch zwischendurch mal hier und hat sich auch unheimlich viel eingesetzt, auch wenn wir noch nicht das Ganze finalisiert haben. Aber hat sich viel eingesetzt mit seinen Kollegen, mit seinen Amtskollegen. Und zwar geht es hier um den Sportplatz, aber da werden wir ganz schnell oder sehr, sehr bald eine Lösung finden, das weiß ich. Schönen Dank, dass du da bist und du hast mich dann auch nochmal zwei Sätze zu sagen. Ne? Ja. Also auch von mir natürlich erstmal einen herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Landesliga. Der ganze Landkreis, jetzt kann ich sagen, 92.553 sind im ganzen Landkreis sehr stolz auf euch, dass ihr das geschafft habt. Und warum soll es denn in der Oberliga nur eine Mannschaft im Landkreis Helmstedt geben? Genau! Und wir arbeiten dran, Armin. Nochmals, alles, alles Gute. Ich drücke für die nächste Saison fest die Daumen. Und was man in der Bezirksliga gemacht hat, kann man in der Landesliga wiederholen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die tollen Worte. Natürlich, ich freue mich für unsere Stadt Helmstedt, dass wir endlich mal wieder eine kleine Rolle wieder im Land, auf der Landkarte spielen. Ja, das war's erstmal. Vielen, vielen Dank. Feiert noch schön alle. Schönen Dank, dass ihr da wart. Ne? Auch nochmal unsere alten Spieler, der alte Vorstand, überall seid ihr da. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ama yılmadı. Ama yılmadı. İnandık değil mi? Bak, ben tek birine güvendim. Allah'a güvendim. Allah'a da adamı çok aşmadı. Bravo!